ist die sogenannte Winkelgeschwindigkeit. Und was es damit auf sich hat, das ist eigentlich, steht schon dabei. Winkelgeschwindigkeit. Die hat, das sieht aus wie ein kleingeschriebenes W, das ist das kleine Omega. Und die wird berechnet, und ich komme dann gleich drauf, wie das funktioniert. Delta Alpha geteilt durch Delta T. Zu dem Thema stellen wir uns mal Folgendes vor. Wir stehen auf der Erdoberfläche und oben drüber fliegt ein Verkehrsflugzeug, sehr hoch, fliegt da so lang. Wir freuen uns, dass wir das Ding sehen, hat vielleicht hinten noch ein bisschen Abgase, wie man sieht. Und der scheint ja furchtbar langsam zu fliegen. Naja, das liegt aber auch an einer gewissen Höhe. Das ist also sehr hoch, dieses Flugzeug. Und da kann man Folgendes machen. Man kann zum Beispiel über die Hand peilen und kann sagen, von hier stoppe ich die Zeit und peile über die Hand und sage, dann ist er bis hierher geflogen. Ist er also hier. Das mögen jetzt hier meinetwegen 40 Grad sein. Ich habe von hier gemessen, bis hier sind 40 Grad. Ich hätte auch von hier bis hier messen können oder von hier bis sonst wo. Aber das lasse ich jetzt mal weg. Es kommt mir auf dieses Delta Alpha an. Das heißt, Delta Alpha, der Unterschied zwischen den Winkeln zu Beginn der Messung und zum Ende der Messung, seien hier 40 Grad. Dann wäre klein Omega die Winkelgeschwindigkeit, also 40 Grad. Wobei man dieses Grad, ich mache das mal in Klammern, das lässt man dann eigentlich weg. Und dann. In wie viel Sekunden? Lass es in 8 Sekunden gewesen sein. In 8 Sekunden. Als Beispiel. Ich schreibe jetzt nochmal SEC, damit es besser auffällt. Und das gekürzt, das sind dann Omega. Na, das Omega, das hat vorne keinen geraden Anstrich, sondern so einen krummen. Das muss man ein bisschen krummer schreiben, dieses Omega. Und das ist dann nichts weiter. Da sagt man dann, naja, gut, okay, dann wären das also 40 durch 8 ist 5. Und dann. Ha, Grad pro Sekunde. Und da schreibt man dann bloß 5 pro Sekunde, entweder mit Bruchstrich oder man schreibt einfach mal s hoch minus 1. Jetzt schreibe ich mal s wie Sekunde in der Physik gebraucht wird. Das bloß mal nebenbei. Jetzt könnte ich auch das Ganze mit meinem Rad machen. Gehen wir mal wieder zu unserem Rad zurück und können sagen, ich nehme diese Umläufe pro Sekunde. Das geht eigentlich viel besser. Ein Umlauf. Einmal rum sind ja auch 360 Grad, ne? Ein Umlauf, Umfang sagen wir, ich sage mal ganz bewusst Umlauf, entsprechen 360 Grad. Was ihr in Physik noch kriegt, das ist das sogenannte Bogenmaß. Das machen Mathematiker gerne, damit sie sich nicht mit diesen krummen Gradzahlen rumärgern, sondern mit einer bekannten Zahl, und zwar mit 2 Pi. Das heißt also, die sagen, ein Umlauf ist sowieso 2 Pi mal rum, und da mir das egal ist, wie groß der Radius ist, denn die Scheibe, die dreht sich an dem Punkt genauso schnell wie an dem Punkt oder an dem äußersten oder an beliebig vielen Punkten. Selbst ganz eng am Mittelpunkt einen Punkt gewählt, dreht sich winkelmäßig genauso schnell. Lässt sich einsehen. Das ist jedes Mal hier zum Beispiel knapp 90 Grad. Das heißt, hier geht es um die Winkelgeschwindigkeit. Und da sagt man, damit man diese Gradzahlen und dieses durch 360 und dieses hässliche 360er-System vermeidet, sagt man ganz einfach, wir nehmen auch nicht pro 5 Sekunden, sondern wie viele Umläufe, und das ist das Wichtige, wie viele Umläufe, und das ist jetzt die echte Winkelgeschwindigkeit, da sagt man ganz einfach, wie viele Umläufe pro eine Sekunde. Das geht am besten. Und damit man die 360 Grad vermeidet, sagt man gleich, also die Winkelgeschwindigkeit Omega wird angegeben in 2 Pi durch T. Und groß T ist in diesem Fall nicht die Temperatur, sondern das ist die Zeit, wie lange es einmal rum ist. Wie lange dauert eine Umdrehung? Kleinen Moment. So, greifen wir den Faden nochmal auf. Das heißt also, wenn man die Bahngeschwindigkeit einfacher rechnen kann, indem man einfach sagt, einmal rum ist zweimal Pi mal R, dann kann man zum Beispiel solche Sachen machen, Winkelgeschwindigkeiten, ja, das ist relativ langweilig. Die Bahngeschwindigkeit kann man wie folgt ausrechnen. Wir haben zum Beispiel so eine